einen einzelnen Leiter, verbinden die Steuergeräte zu einem sogenannten Bus-System und transportieren die Daten im Multiplex-Verfahren. In diesem Schulungsprogramm zeigen wir Ihnen die Multiplex-Technik am Beispiel des E-Bus im E31. Der Instrumentierungsbus verbindet zurzeit die folgenden Geräte: das Elektronik-Karosseriemodul, das Multi-Informationsdisplay, das Grundmodul und das Lampenkontrollmodul. Am Instrumentierungsbus können zurzeit bis zu 20 Geräte angeschlossen werden. Wie sieht der Instrumentierungsbus aus? Der Instrumentierungsbus, hier am Beispiel des Multi-Informationsdisplay, ist eine einzelne Leitung. Diese Leitung stellt die Verbindung zu den Geräten her. Und damit die Datenübertragung über nur einen Draht erfolgen kann, bedient man sich der Multiplex-Technik. Wer hat nun in diesem System das Sagen? Die Informations- und Verarbeitungszentrale ist das Elektronik-Karosseriemodul. Es empfängt Eingangsinformationen, wertet diese aus und stellt sie, je nach Bedarf, den am E-Bus angeschlossenen Geräten zur Verfügung. Außerdem erhält es Rückmeldungen von den angeschlossenen Geräten über den E-Bus. Welche Vorteile bietet die Multiplex-Technik? Ein Vorteil ist, dass die Anzahl der Leitungen verringert wird. Daraus ergibt sich, es sind weniger Steckverbindungen nötig. Weniger Steckverbindungen bedeutet, es gibt weniger Fehlerquellen. Außerdem kann die Anzahl der Informationen beliebig erhöht werden, ohne dass zusätzliche Kabelverbindungen eingebaut werden müssen. Daher, die Multiplex-Technik ist ein weiterer Schritt in die Zukunft. Wo Sie auch hinsehen, hinhören, Sie werden am laufenden Band mit Daten gefüttert. Das geschriebene Wort, die Zeichnung, jedes Symbol. Der Dialog zwischen zwei Menschen, all das sind Informationen, daher Daten. Auch im Fahrzeug werden Daten verarbeitet. Denken Sie an die Eingangssignale ins Steuergerät, beziehungsweise an die Ausgangssignale an Stellglieder. Auch das sind Daten. In der Elektronik unterscheiden wir analoge Signale und digitale Signale. Beim Analogsignal, wie zum Beispiel vom Temperaturfühler, wertet das Steuergerät die Spannungsänderung aus. Ein digitales Signal, zum Beispiel vom Schalter des Getriebewählhebels,
ist eine einfache Ein-Aus-Information an das Steuergerät. Können Sie morsen? Das ist das internationale Signal für SOS. Auch das SOS ist ein digitales Signal. Elektrisch gesehen besteht es aus drei kurzen, drei langen und drei kurzen Impulsen. Auch das sind digitale Daten. Die digitalen Daten sind eine Aneinanderreihung von Ja-Nein-Informationen. Damit aber Daten einen Sinn haben, müssen sie vom Sender so dargeboten werden, dass sie vom Empfänger verstanden werden. Das bedeutet, die Geräte müssen dieselbe Sprache sprechen. Das Multi-Informationsdisplay kann eine Vielzahl von Informationen anzeigen, obwohl nur 6 Pins belegt sind. Im Vergleich zu 26 Pins am BC3. Warum besteht dieser Unterschied? Sehen wir uns den BC3 kurz an. Am BC3 werden alle Eingangsinformationen direkt ins Gerät geführt. Daher wird für jede Information mindestens ein Pin benötigt. Das Multi-Informationsdisplay ist über den Instrumentierungsbus mit dem Elektronik-Karosseriemodul verbunden. Das Elektronik-Karosseriemodul wertet Informationen aus und verteilt sie an die entsprechenden Stellen. Wie Sie bereits wissen, ist der E-Bus eine einzelne Leitung, die alle am Bus angeschlossenen Geräte miteinander verbindet. Der E-Bus ist als Stichleitung geführt. Was ist aber ein Instrumentierungsbus? In der Computertechnik wird er Datenbus genannt. Das Wort Bus wurde dem Verkehrsbussystem entlehnt. Ein Bus im öffentlichen Verkehr hat eine feste, vorgegebene Route. Genauso verhält es sich im Datenbus. Daten werden in einer bestimmten Richtung über eine vorgegebene Route, in diesem Fall den elektrischen Leiter, transportiert. Und da die Daten in diesem Leiter in beiden Richtungen transportiert werden, sprechen wir vom bidirektionalen Datenverkehr im E-Bus. Wenn Sie einen Brief schreiben, so übermitteln Sie Daten. Damit aber der Brief beim Empfänger ankommt, müssen Sie ihn mit der Adresse des Empfängers versehen. Und was ist, wenn der Brief nicht zustellbar ist? Aus diesem Grund hat der Brief einen Absender. Es gibt eine Senderadresse und eine Empfängeradresse. Wenn Sie telefonieren, geht es ähnlich. Die Nummer, die Sie wählen, ist die Empfängeradresse. Ist der Empfänger besetzt, erhalten Sie ebenfalls eine Rückmeldung. In den beiden Beispielen erfolgte eine zielgerichtete Adressierung. Es gibt aber noch andere Adressierungsformen. Dazu ein Beispiel aus dem Training. Spricht der Trainer jemanden aus der Gruppe an, hören alle Teilnehmer mit. Der angesprochene Teilnehmer gibt eine Rückmeldung. Dabei können alle Teilnehmer wiederum mithören. Ähnlich dem letzten Beispiel erfolgt die Adressierung im E-Bus.
Wie erfolgt die Adressierung im IBUS? Damit eine Adressierung erfolgen kann, müssen alle Geräte eine Empfangs- und Sendeschaltung haben. Außerdem müssen alle Geräte, die am IBUS angeschlossen sind, die gleiche Sprache sprechen. Wenn zum Beispiel das EKM eine Kette von digitalen Signalen sendet, so muss diese von den anderen Geräten verstanden werden. Erinnern Sie sich? Der Trainer spricht jemanden an, alle hören mit. Und derjenige, der angesprochen wurde, gibt eine Rückmeldung. Ähnlich erfolgt die Adressierung im IBUS. Dazu ein Beispiel. Das EKM sendet eine Adresse. Alle Geräte hören die Adresse mit. Jedes Gerät hat natürlich eine Eigenadresse gespeichert. Das Gerät, das angesprochen ist, greift auf die gesendeten Daten zu. Damit aber die Geräte wissen, wer die Daten sendet, schickt das sendende Gerät zuerst die eigene Adresse und dann die Empfängeradresse. Anschließend werden die Daten gesendet. Die gesamte Information, die zwischen den Geräten ausgetauscht wird, bezeichnen wir als Telegramm. Wie wir bereits festgestellt haben, müssen die im IBUS angeschlossenen Geräte die gleiche Sprache sprechen. Aus diesem Grund hat man das sogenannte Telegramm entwickelt. Das Telegramm besteht aus der Senderadresse, der Empfängeradresse, den eigentlichen Informationen, daher Daten, und einigen Kontrolldaten, die es ermöglichen, die gesendeten Daten auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Das Besondere beim Datenaustausch ist, dass die Daten vom sendenden Gerät und vom empfangenden Gerät auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Bis jetzt haben wir nur Daten vom EKM zu den anderen Geräten gesendet. Der Datenaustausch erfolgt aber hin und zurück von und zu den Geräten. Damit aber der Datentransport reibungslos abläuft, müssen bestimmte Regeln eingehalten werden. Wenn alle durcheinander reden, wie in diesem Beispiel, gehen viele Informationen verloren. Deshalb unterliegt der Datenaustausch einem streng vorgegebenen Zeitraster. Das bedeutet, Daten werden gesendet und erst wenn die Daten vollständig empfangen worden sind, kann ein Gerät antworten. Wird das Zeitraster nicht eingehalten, kommt es zur Kollision der Daten, daher zum Datenkonflikt. Damit aber die größtmögliche Datensicherheit gegeben ist, ist in jedem angeschlossenen Gerät eine Überwachung programmiert. Welche Datenkonflikte gibt es? Erstens, die Daten sind unvollständig. In diesem Fall wird das Telegramm wiederholt. Zweitens, das Zeitraster wird nicht eingehalten. Tritt dieser Fall ein, wird der Verursacher weggeschaltet und ein Fehler gespeichert. Drittens, ein Gerät blockiert den Datenbus. In diesem Fall wird das Gerät vom Datenbus elektrisch weggeschaltet und von Zeit zu Zeit abgefragt. Und wer hat nun im IBUS das Sagen? Nun, jedem Gerät im IBUS ist eine Priorität zugeordnet. Je nachdem, wie ein Gerät programmiert wird, kann es Daten senden und empfangen oder auch Daten von Geräten anfordern.
Damit alle Geräte am E-Bus auch gleichzeitig Daten erhalten können, ist in den Geräten eine kollektive, daher gemeinsame Adresse programmiert. Wie erfolgt nun der Datenaustausch? Sendet zum Beispiel das EKM die Kollektivadresse, werden alle Geräte angesprochen. Jedes Gerät hört die Daten mit. Warum macht man aber die kollektive Adressierung? Der Vorteil der kollektiven Adressierung ist, das sendende Gerät muss die Daten nur einmal senden. Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, dass die am E-Bus angeschlossenen Geräte Daten austauschen können? Erstens, der Telegrammaufbau muss bei allen Geräten gleich sein. Das bedeutet, alle Geräte müssen die gleiche Sprache sprechen. Zweitens, die Übertragungsgeschwindigkeit der Daten zwischen den Geräten muss gleich groß sein. Drittens, die Geräte müssen den Status des E-Bus erkennen können, um zu wissen, wann sie die Daten senden können. Wie alle von BMW entwickelten Systeme sind auch die am E-Bus angeschlossenen Geräte diagnosefähig. Die Diagnoseleitung ist am EKM angeschlossen. Über das EKM und den E-Bus werden die Fehlerspeicher der angeschlossenen Geräte ausgelesen. Da Datenübertragungsfehler im jeweiligen Fehlerspeicher abgelegt werden, weiß der Tester, ob der E-Bus in Ordnung ist. Bei der Diagnose oder auch in der zentralen Karosserieelektronik, zum Beispiel zwischen Grundmodul und Relaismodul, erfolgt der Datenaustausch über zwei Leitungen. Es gibt eine Sendeleitung und eine Empfangsleitung. Im Unterschied zum E-Bus kann die Datenübertragung vorwärts und rückwärts gleichzeitig erfolgen. Auch hier gilt, die Geräte müssen die gleiche Sprache sprechen.